So, weiter geht's in die Katakomben von Ägypten. Auch genannt Heretic Folge 12. So. Na! Gleich Magier. Ich würde gerne alles erstmal aufwecken. Haben wir hoffentlich alles hergeholt, was irgendwie. Ich dachte, hier sind mehr Gegner drin. Blumensphäre. Oh, eine schicke Waffe. Gibt's ja doch noch ein paar Secret Maps, Secret Waffen. Schau mal nachgucken. Ja, wie gesagt. Andere Waffen sind bei mir im Gedächtnis nicht wirklich hängen geblieben. Weil, wie gesagt, ich habe früher immer nur mit der Waffe gespielt, mit der wir gerade die ganze Zeit auch spielen. Von daher. So, was gibt es jetzt hier noch Interessantes? Da, achso, da hinten ist ein Ausgang. Schön. So, haben wir jetzt unten eigentlich alle Fässer zerstört? Oder gibt es noch irgendwelche Dinger, wo was drin ist? Na gut, dann scheint es hier alles gewesen zu sein. Was wir noch mal gucken können, ist wegen Wände. Oh, jetzt sind wir hier wieder. Ach ja, da gab es noch mehr Türen. Scheiße. Na gut, gucken wir jetzt mal. Erstmal machen wir. Nope, gut, dann gehen wir mal in die nächste Tür, gucken, was da so geht. Ah. Oh. Hier gibt's Zirkel. Oh. Nochmal Vögel, danke dafür. Scheiße. Hilfe. Und jetzt? Ah! Kommen wir auch wieder raus? Nein, sieht ja nicht so aus. Doch, ist ein Schalter. Aber da kommen wir nicht ran. 23% Leben, na klaro. Wir können vergessen, dass wir die alle bekämpfen können. Okay, wir haben nicht gespeichert, das gefällt mir gerade. Ah, geile Waffe. Oh, die verbraucht gerade ganz schön Munition. Lol. Und was geht hier gerade runter? Keine Ahnung. So, was macht dieser Schalter hier eigentlich? Für die Tür gedacht? Keine Ahnung, was der Schalter macht. Na gut. Hey Ken!
So, da hinten, wo war jetzt der Schalter hier? Aha! Sehr schön. So. Jetzt müssen wir trotzdem nochmal nach oben, weil oben war noch so eine komische Pyramide. Beziehungsweise, warte mal ganz kurz. Ja, man kann es nicht auskämpfen. Sehr schön. Machen wir das auch mal, wobei die kommt jetzt gar nicht. Doch, die kommt. Die stocken die denn ernsthaft da oben fest? Wow, die treffen mich öfters, als ich die treffen kann. War ja wieder klar. Man kann die Türen echt nur hier hinten öffnen. Ist natürlich wunderbar. Na komm, geh hoch. Warum ist er da noch? Warum bist du da? Alter, was soll er jetzt machen? Ich würde dir da ungern erledigen. Wisst ihr was? Komm, ganz ehrlich, wir gehen hier mal raus. Nein, ihr blieb falsch. Egal. Wir haben noch Fässer vergessen. Also sollten es alle Fässer gewesen sein? Ja, das war einfach. Wollt ihr jetzt hin? Genau da. So, jetzt müsste ich die eigentlich alle von hier aus erreichen können, oder? Ja! Ich treffe natürlich auch wieder nur den Boden. Ach Mann, ey, ist das Bullshit. Gibt es auch einmal etwas, was fair ist in irgendeiner Art und Weise? Oh, den hinten sehe ich natürlich. Ich sehe hier. Ja, ich. Ach, leck mich doch am Arsch. Hier keinen Bock mehr. So, du machst das Ding mal auf. Bringt mir leider nichts. Na gut. So, jetzt habe ich wieder die Fässer aufschießen. Wobei, da war jetzt überhaupt was drin. Ah, ein bisschen Muni. Also nicht, was ich brauche. Okay. So, bis ich Anton wieder rein muss. So, gut. Weg. Interessiert mich nicht mehr. Gehen wir mal in den nächsten Raum rein. Der hier. Ja. Was? Achso, für die Fahrstuhl wahrscheinlich. Ja. Das sieht nicht sehr gut gesund aus. Ja, vom Nahsensitivity sind sie tatsächlich super ungefährlich, weil solange wie man sie angreift, stacken sie natürlich. Marker sind also die Fernangreifer. Und dabei aber auch sehr erfolgreich.
Wow. Alter. Kriegst du eine Macke? So. Hier ist Matthias. Oh, das war super intelligent. Kommen die jetzt, oder? Gleich mehrere. So, Raum 1 geklärt. Du Scheiße. Lava. Natürlich auch wieder 3. Aua, aua. So, aber hier ist wenigstens ungefährliches Wasser. So. Was? LOL! Tür, die man selber öffnen muss. Wie geil ist das denn? Oh. So, da haben wir wieder einen Diamanten. Oh. Und noch ein paar Feinde. Oh, dann ist noch ein Weg. Achso, ist ja hier mit dem Lava. Apropos, wir müssen nochmal wieder auf Secrets achten. Das Witzige ist, irgendwie sind hier nie, also es gibt keine Zahl für, also sieht man ja oben links, gibt es laut Anzahl gibt's keine Secrets. Aber hier gibt es immer so Sachen. Na, schau mal einer an. Und jetzt? Oh! Hm. Okay, mögen Sie scheinbar doch nicht. Schade. So. Was gibt's hier noch? Ist noch eine ganze Menge unerkundig. Dann gehen wir mal nach da. Einfach mal die Schnauze halten. Oh Gott, Symbole. Was haben die denn schon wieder zu bedeuten? Zum Beispiel, dass da ein Schalter ist. Und der Wasser runtergeht. Oh nein. Auch schon wieder so ein Laser-Typi. Danke dafür. Oh oh. Man sollte nie mehrere mit einmal auf sich aufmerksam machen. Okay, außerdem kann man beide mit einmal bekämpfen. Da ist ja noch einer. Da sind ja noch mehrere. Was? Das ist doch sowas von ein Secret, dass sogar dieses grüne, blaue, lila Ding da. Komm, ich bin schon nicht mal mehr mit den Farben klar. Hilfe! Hallo? Wo ist auch noch einer? Oder ist das der gleiche, der sich gerade da hier rüber... Ja, das meine ich ja. Die können sich super schnell bewegen, die Viecher. So, irgendwo ist noch einer. Hab ich noch gerade gehört. Moment, da ist noch ein Schalter? Wo ist hier ein Schalter? Nee, da. Da war ein Schalter. Ah! Sehr schön. Oh,
Na, schau mal nach, guck. Teleport, Dana, wo der mal hingehen mag? Ach, wieder zum Anfang. Wow. Ja, gut. So, da hinten ist noch was, wo unerforscht ist. Wow. Okay, dann haben wir jetzt soweit alles. So, da ging es runter. Der Knopf war da hinten. Wo kam der drauf? Jetzt müssen wir. Nein, da war die Tür. Ach so, das war der erste. Na gut. Da. Nee, da war die. Oh Gott, Alter. Schnauze, welche. Dachte, ich muss mich einfach nur an den Symbol hier richten, aber die Symbole helfen mir auch überhaupt nicht weiter. Ach komm, ficken gratis. Darauf, darüber, darüber. Bam. So. Nein. Eh nicht. Oh, hier gibt's Licht. Lol, wie geil ist das denn? Pokalator. Heißt das so viel wie? Fragezeichen? Ach du Scheiße! Das ist aber heftig hier. Alter, stirb halt. Komm ich da irgendwie hin? Ah, ich sehe schon, da ist ein. Ach, bin ich rückwärts gelaufen. So, da oben hat sich schon. Haben wir doch bereits, oder? Oh, kann ich erstmal bitte lang. Danke. Ja, das war hier. Okay, nach unten. Das ist da. Ah. Sehr schön. Uah, da ist noch einer. Moment mal, was ist das hier? Mehrere Wege für nach Rom. Achso, man darf ja keine Schleichen normalerweise. Na gut. Dann gehe ich mal lieber wieder Ledger zurück. Und guck mal, was sich da gerade geöffnet hat. Ah! Da hat sich was geöffnet. Mach schon mal da guck. Aber hier hat sich jetzt nichts geöffnet, oder? Ne. Über bloß eine Waffe, die wir bereits haben und sonst nichts. Okay. Da hat sich was geöffnet. Na, schau mal rein. Oh. Ich glaube, wir sollten ein paar Schritte zurücktreten. Vorsicht an der Bahnsteinkante. Oh, Alter. Alter! Oh! Ein blaues Dingsterbums da. So. Da versuchen wir mal raufzukommen. Das war ja schon mal nicht so gut. Geht doch. So, ist jetzt noch was geöffnet? Hier waren wir bereits drin. Ich hab doch gerade so noch was gesehen. Wo war denn das jetzt schon wieder? Ach da! Bei der roten Karte. Bei der roten Karte, da ist noch was. Oh, Alter. Wo kommen wir hier rüber?
Nein, kann man nicht. Och, wer findet denn so Scheiß hier? Sind wir jetzt irgendwo in der Nähe? Ja, da. So. Alter, ist ja schlimmer als bei der Deutschen Post hier. So, da sind wir gerade rein, aber man kann hier noch an Wände vorbei. Toll. Oh. Okay, einmal rum. Gut herum. Okay. Und das Ganze bringt uns jetzt was? Das ist ein Schalter. Na schau mal, na guck. So. Das heißt. Moment mal. Da unten waren wir jetzt drinne, da waren wir drinne, da waren wir drinne, da oben war nur das. Nee, da ist noch ein Strich. Ist da noch was? Warte mal ganz kurz. So. Lalala. Ach ja, es war hier diese komische sich bewegende Tür. Das heißt, dass da zwei Striche sind, ist der Tür geschuldet. Dahinter ist wahrscheinlich nichts mehr. Hier ist nur ein Weg. Okay, von der Seite kommt man nicht durch. Dann müssen wir mal hier reingehen nochmal. Und jetzt. Da war das mit dem Lava. Okay, mehr gibt es hier auch nicht. Schade. So, wie kommen wir denn hier wieder raus? Außer durch den roten Teleporter. Gibt es noch was, was man machen kann? Nö. Gut, ich weiß jetzt mittlerweile gar nicht, wie viele Kristalle wir gerade eingesammelt haben, aber es waren schon verdammt viele. Also mindestens so zwei. Warte mal ganz kurz, wir haben erst. Keine Ahnung. Aber wir haben jetzt gerade einen roten. Genau, doch, wir haben am Anfang einen roten eingesammelt, dann haben wir da oben noch einen. Wir haben drei eingesammelt, kann das sein? Alter, wo muss ich denn jetzt lang? Doch, oh, richtig. Ey, das kriegst du. Hier fängst du an. Dich selbst zu ver. Danke, dass du gerade jetzt so hoch gehst, statt runter. Hier fängst du an, dich an dir selbst zu zweifeln. So, das war das hier. Können wir mal gucken, was wir da mittlerweile alles in den komischen Dingen einsetzen können? Viele, die rumtreiben. Hallo. Oh, wir haben alle. Ja, lol. So, dann müsste sich jetzt hier irgendwas öffnen. Was? Oh. Oh. Ah gut, ich glaube mal. Oder machen wir es jetzt noch? Ja doch, kommen wir jetzt noch. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alter, von überall kommen die Gegner. Warum haben wir so viele? Ach, sind auch schon wieder welche. Oh, was ist das? Alter, warum hier alles mit einmal? Oh, Alter. Na komm, stirb bitte. Danke. So, hier sieht ruhig aus. Ist hier ist auch noch ein Rock. Achso, ja, überall wo diese Dinger waren. Na super. So, hier ist auch hier. Boots of Speed. Okay. Ja.
okay. Ja, da war was. Scheiße. Oh, na super. Na gut, aber das definitiv erst in der nächsten Folge. Denn das habe ich als absolut grauenhaft in Erinnerung. Was jetzt kommt. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Ist ja auch egal. Werden wir sehen. Ich habe auf jeden Fall ein ungutes Gefühl und das kann nichts Gutes bedeuten.